Willkommen! Schön, dass wir uns wieder im virtuellen Raum auf diese Weise treffen und den zweiten Adventssonntag gemeinsam feiern können. Wir wollen mit unserem Kreuzzeichenlied beginnen. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Wir haben nun schon den zweiten Adventssonntag und so wollen wir die zweite Kerze im Adventkranz gemeinsam entzünden. Und dazu singen wir, wir sagen euch an, den lieben Advent, die zweite Strophe. Heute haben wir eine Geschichte wieder für euch vorbereitet. Es geht wieder ums Licht und ums Hellerwerden in dieser dunklen Zeit. Und heute ist unsere Lichtquelle ein Stern. Und die zweite Hauptperson in unserem Stück ist heute der kleine König. Wir werden uns euch jetzt eine Geschichte von diesem kleinen König erzählen. Na, du hast ein Tempo, mein Lieber. Wie ein Fidschi-Pfeil. Wo steckst du denn, Stern? Bist du schon wieder über den nächsten Berg? Ach, hier bist du. Ich bin so müde. Meine Füße tun so weh. Weißt du, ich habe sicher 10 Blasen an jedem Fuß. Und das ist für einen König schon etwas Ungeheuerliches. Ich bin zu Fuß unterwegs. Aber seit ich mein Kamel hergegeben habe, es war schon richtig, mein Kamel herzuschenken. Dieser arme Mann mit dem kranken Buben hat es notwendiger gebraucht als ich. Und ich bin ja auch jetzt ohne Diener unterwegs. Ein König ohne Diener. Aber es war schon besser, den Diener mit seinem Esel bei dieser alten Frau zu lassen. Die hat es notwendiger gebraucht als ich. Ich bin wirklich sehr müde. Ich werde mich hinlegen und etwas schlafen. Da ist ja wieder ein König. Jetzt ist es der vierte König. Aber der ist so allein unterwegs, ohne Diener und ohne Gepäck. Wird der uns armen Dorfkindern auch so viel schenken wie die anderen drei, die vorige Woche vorbeigezogen sind? Ob der auch ein bisschen Gold haben wird? Ich werde ihn mal aufwecken. Du lieber Herr König, du wirst hoffentlich auch so gut sein wie die anderen drei Könige und uns armen Dorfkindern etwas schenken. Die Ernte war schlecht und die Soldaten haben unsere Kühe weggetrieben. Alle Kinder im Dorf haben Hunger. Natürlich kriegst du was von mir. Hey, Diener. Oh, ich habe ja keinen Diener. Weißt du, ich habe momentan keinen Diener und kein Kamel und auch kein Geld. Oh, aber wie schön deine Krone glänzt, wenn der Stern so über dir wackelt. Meine Krone? Meine Krone? Ach, dann nimm meine Krone und tausche dafür Getreide und Kühe ein. Ach, ist das nett, aber wirklich, deine Krone, ich kann doch deine Krone nicht nehmen. Natürlich, wozu brauche ich dann meine Krone auf dem Weg durch die Wüste und über die Berge? Weißt du, wie mich die gedrückt hat? Och, du bist ein Guter, ein ganz ein Guter. Der allerbeste König bist du, noch besser als die anderen drei Könige. Was? Andere drei Könige, wo sind sie denn hin? Ach, wenn ich die endlich treffen könnte, wenn ich die einholen könnte. Ach, ist das ein kaltes Wetter heute. Sogar meine Schafe auf der Weide da drüben drücken sich dicht aneinander und sie haben doch warme Wuschelfelle an. Ich will mal Schutz suchen. Hoppla, da liegt ja schon einer. Ach, so ein schöner Mantel. Solche Mäntel haben die drei Könige getragen, die vorige Woche hier vorbeigezogen sind. Aber der hat ja keine Krone auf. Nicht mal eine Mütze. Ach,
Ob das ein König ist? Er wird wahrscheinlich ein vornehmer Diener sein. Ich will ihn nicht wecken. Hey, was klappert denn hier so? Entschuldige bitte, das sind meine Zähne, die so klappern. Warum ziehst du dich nicht vernünftig an bei so einem kalten Wetter? Ich habe keinen Mantel. Was wackelst denn du schon wieder? Was soll ich? Dem Schäfer meinen Mantel geben? Du hast Ideen, lieber Stern. Hast du schon jemals einen König ohne Krone und Mantel gesehen? Du nix? Also ich habe noch nie einen gesehen. Aber es ist wahr. Der alte Mann braucht hier oben auf dem Berg etwas Warmes zum Anziehen. Und ich in meinem Mantel werde schwitzen im Land da unten. So ist das. Schau, alter Mann, ich gebe dir meinen Mantel. Da hast du ihn. Er soll dich wärmen. Oh, guter Mann. Ich danke dir tausendmal. So ein feiner, warmer Mantel. Vor dem hat der kälteste Bergwind Respekt. Ich werde an dich denken, wenn ich bei meinen Schafen sitze, jeden Abend, wenn die Sterne hervorkommen. Na, der hat sich aber gefreut, Stern, nicht wahr? Und ob sich der gefreut hat? Da hat einer geredet. Bitte, ist da jemand? Außer uns beiden sehe ich keinen. Du, Stern? Ich fürchte mich. Geh nur, weil du mich endlich verstehst. Bist es wirklich du, der mit mir redet? Ich habe schon die ganze Zeit mit dir unterhalten, aber du hast mich halt nicht verstehen können. Und jetzt auf einmal verstehe ich dich? Klar, je weniger einer hat, desto besser versteht er mich. Und du wirst mich trotzdem zum Heiland führen? Trotzdem? Wieso trotzdem? Na, weil ich doch keinen König mehr gleich schaue. Ob man mich dort überhaupt vorlässt im Palast? In welchem Palast? Geh, Stern, frag nicht so dumm. Im Palast des neugeborenen Heilands natürlich. Also stellst du dir das Haus vor, in dem der kleine Heiland wohnt, voller Pracht und Herrlichkeit, gell? In einer goldenen Wiege wird er liegen, auf seidenweichen Polstern, die mit Sternen und Blumen bestickt sind. Die Diener knien vor ihm und singen, und seine Mutter auf dem Thron von Elfenbein winkt ihren Dienerinnen und sagt, heute bitte Veilchenduftwindeln für meinen Sohn. Ja. Lach nicht, Stern. Ich weiß, wie es bei Königen zugeht. Ich bin selber ein König. Du warst ein König, und du wirst Augen machen, wie es beim neugeborenen Heiland der Welt zugeht. Noch feierlicher? Meinst du, dass einer die Menschen und die ganze Welt erlösen kann, der in einem goldenen Haus wohnt und sich bedienen lässt? Ich weiß nicht. Meinst du, dass einer die Not der Welt und sogar den Tod besiegen kann, ohne dass er selbst die bitterste Not erlebt hat? Ohne dass er alle Schuld der Welt getragen hat, ohne dass er sein Leben hingibt? Ich bitte dich, hör auf, Stern. Das sind Dinge, die sich kein Mensch ausdenken und vorstellen kann. Na komm wieder zu dir, mein kleiner König. Du wirst es schon noch begreifen, schön langsam mit der Zeit halt. Komm, ich führe dich weiter. Wenn ich nur die anderen drei Könige erreichen könnte. Vielleicht nehmen sie mich in ihren Hofstaat auf. Ich bin ja jetzt so arm wie der ärmste Diener bei mir zu Hause. Noch ärmer. Denn der hat ja mich gehabt. Die drei Könige werden sicher einen Stallknecht oder einen Küchenjunge brauchen. Na hoffentlich, sonst weiß ich nicht, was aus mir wird. Komm, du kleiner König, der kein König mehr ist, aber einen Stern zum Freund gewonnen hat. Ich werde für dich tanzen auf dem Weg. Ich werde singen für dich. Fürchte dich nicht und komm. Servus, mein Stern, mein Freund, du. Da drin, wirklich da drin, Stern, ahnst du, wie stark mein Herz klopft? Der kleine König geht in den Stall hinein. Dort sieht er Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Maria winkt ihm näher. Das Jesuskind lacht in der Krippe.
Der Stern schaut durch die Ritzen und sieht, wie das Jesuskind lacht. Der kleine König hat dem Christkind das schönste aller Geschenke gebracht. Er hat ihm sein gutes und mitfühlendes Herz geschenkt. Ein Stern hat dem kleinen König den Weg gezeigt. Der kleine König ist ihm nachgefolgt. Er hat ihm den Weg zum Kind in der Krippe gezeigt. Auch wir brauchen manchmal Lichter, die uns begleiten oder uns einen guten Weg zeigen. Besonders, wenn es sich in uns drinnen dunkel anfühlt, wenn wir traurig sind oder einsam. Dann brauchen wir Lichter, die unser Leben wieder froh und hell machen. Wie Sterne in der Nacht, so können wir für andere funkeln. Wir können anderen Menschen helfen und lieb zu ihnen sein. Wenn jemand traurig ist, können wir versuchen, ihn zu trösten und zu sagen, ich mag dich. Alles das macht unser Leben hell, wie Sterne den dunklen Nachthimmel. Ja, wir brauchen Menschen, die für uns wie Sterne sind. Und bestimmt kennst du auch Menschen, die wie ein Licht für dich sind. Du fühlst dich in ihrer Nähe gut. Sie mögen dich so, wie du bist. Er oder sie schenken dir Freude und Wärme. Du kannst ihnen vertrauen. Aber du kannst auch wie ein Stern sein. Kannst du jemandem das Gefühl geben, dass er gebraucht wird, dass er sich gut fühlt, dass er sich warm innen drinnen wird? Für diese Woche können wir uns überlegen, für wen kann ich ein Stern sein und wer ist denn für mich ein Stern? Nun wollen wir noch gemeinsam unser Lichtgebet beten. Jesus, unser Licht, wir warten auf dich. Licht vom Himmel, Licht in mir, Licht durch mich auf Erden hier. Jesus, unsere Hoffnung, wir warten auf dich. Licht vom Himmel, Licht in mir, Licht durch mich auf Erden hier. Jesus, unsere Freude, wir warten auf dich. Licht vom Himmel, Licht in mir, Licht durch mich auf Erden hier. Und wir wollen jetzt noch unser Lied singen für diesen Advent. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Wir wollen die zweite Strophe singen heute. Die Liedertexte findet ihr im Internet, beziehungsweise liegen sie auch in der Kinderecke auf. Dieses Mal gibt es einen Goldstern in der Kinderecke, den du auf unseren Lebensbaum kleben kannst und einen Salzdeckstern zum mit nach Hause nehmen und aufhängen. Ein Stern, ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Weißt du nicht wohin? Folg dem hellen Stern. Suchst du nach dem Sinn? Folg dem hellen Stern. Glaubst du, es ist aus? Folg dem hellen Stern. Er führt dich nach Haus. Folg dem hellen Stern. Ein Stern, ein Stern. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Morgen feiern wir noch ein großes Fest. Von einer Gestalt, einem Lichtbringer, der uns den Weg zur Krippe weist. Am 6. Dezember, ihr wisst sicher, von wem ich rede, und auch diese Person, dieser Lichtbringer, hat unsere virtuelle Kinderkirche mitverfolgt und möchte euch jetzt gerne ein paar Worte sagen. Grüß Gott, liebe Kinder. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise zu euch komme. Heuer ist es leider nicht möglich, dass ich persönlich zu euch nach Hause komme, aber auf diesem Wege möchte ich euch ganz, ganz ans Herz legen.
trösten. Habt ihr eben die Geschichte vom kleinen König gehört? Was hat er gemacht? Er wollte das Jesuskind finden und hat auf dem Weg gemacht mit vielen, vielen Geschenken. Aber auf dem Weg dorthin, was hat er gemacht? Er hat alles hergegeben. Und dann ist er mit leeren Händen vor dem Jesuskind gestanden und war sehr enttäuscht und traurig, weil er nichts mehr schenken konnte. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, das kleine Kind, du hast alles gegeben, du hast mir dein Herz gegeben. Das sollte für uns jetzt in der Adventszeit ein Vorbild und Beispiel sein. Auch wir brauchen keine großen Geschenke machen, wenn wir uns selber geben können, wenn wir unser Herz für Jesus und für unsere Mitmenschen herschenken können. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen und alles Gute und eine schöne Zeit bis zum Weihnachtsfest.